Und herzlich willkommen bei Kino Olli. Heute wieder mal mit dem Wort zum Montag, meinem Vlog für Filmfans und Filmfreunde. Heute werden wir das Ganze ein bisschen anders machen. Neben dem Vlog und den Meinungen dazu werden wir ein kleines Unboxing machen, weil das brennt mir unter den Nägeln. Weil ich brauche wieder ein bisschen Futter für den Player. Und ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, ein Unboxing zu machen. Deswegen habe ich mir gedacht, machen wir das hier zusammen in diesem einen Video. Aber bevor wir anfangen mit dem Unboxing, wie üblich, die Themen, die mich so diese Woche interessiert haben. Es ist mal wieder nichts wirklich was Großartiges passiert, von daher reduziert sich das Ganze eigentlich nur so auf ein paar unwichtige Meldungen oder relativ interessante Meldungen. Ich muss einmal kurz gucken. Entschuldigung, wir fangen einfach mal an mit dem Video der Woche. Das hatte ich ja letzte Woche mal gestartet, dieses kleine Unterformat, wo ich dann immer wieder mal Videos oder Kanäle vorstelle, die etwas Besonderes haben. Und wie immer werde ich natürlich das Ganze auch in den Beschreibungen noch einmal verlinken. Und zwar geht es bei dem Video der Woche diesmal um den Kanal Filme, Serien und Stars. Und dort werden Super 8 Filme vorgestellt. Und er hat da vorgestellt den Film McKenna's Gold aus dem Jahre 1969 auf Super 8. Das ist tierisch interessant, was er da so zu erzählen hat. Er hatte, glaube ich, auch eine riesige, große Super 8 Sammlung. Und ich finde, Super 8 Filme sind ja natürlich, gehören natürlich mit zum Filmesammeln total dazu. Also die ganz Alten unter uns wissen noch, wie man zu Hause im Wohnzimmer die Leinwand aufgefahren hat und dann einen Super 8 Projektor irgendwo hingestellt hat. Guckt, dass man irgendwo den Ton wegkriegt und dann hat man da einen Film angeschmissen, der meistens relativ kurz ging, 20 Minuten oder sowas. Man hatte das Rattern im Hintergrund, musste aufpassen, dass der Film nicht mal irgendwo zwischendurch anhält oder einen Haker hat, damit das Ganze dann irgendwie das auch noch durchbrennt, das Ganze. Das war abenteuerlich, aber es hat tierisch Spaß gemacht und man konnte da auch relativ viel spielen. Also man konnte die Filme rückwärts laufen lassen und. Ich habe da mal so einen alten Dick-und-Doof-Film zusammengeschnitten und auseinandergebastelt. Also, ja, ich habe mich da als Cutter probiert, das ist in die Hose gegangen. Aber darum geht's nicht. Es geht um den Film Filme, Serien und Stars. Schaut da mal rein, es ist wirklich interessant. Und er hat das Video der Woche dann wirklich für mich verdient bekommen. Dann gibt es eigentlich noch zwei Ankündigungen. Zum einen am 22.02. wird bei Turbine der Film Flash Gordon erscheinen auf Mediabook. Nicht der Flash Gordon mit Sam Jones, sondern der Flash Gordon, wo das E im Flash, wo das Flash mit einem E geschrieben wird. So rum muss man es erklären. Viele von euch werden den Film bestimmt kennen. Für andere nicht. Das ist Trash pur. Und das ist genauso auch gewollt, wie es ist, dass der Film Trash sein soll. Es geht da um die gleiche Geschichte, aber etwas in den erotischen Bereich abgedriftet. Schaut euch das an. Es gibt da insgesamt drei Teile von. Hier ist nur der erste Teil rausgebracht. Wer auf Trash steht, der Trash sein will, nicht B-Movie. Das ist echter Trash. Schaut euch den an. Am 22.02. kommt er raus. Es gibt drei oder vier verschiedene Cover-Varianten. Für den einen oder anderen bestimmt interessant. Ich denke, ich werde da auch zuschlagen. Allein aus Nostalgie oder dass man mal wieder ein schönes Notebook, Mediabook im Kanal, im Regal stehen hat. Dann gibt es derzeit bei Amazon wieder eine Aktion 2 für 35, wo man dann zwei Mediabooks oder 4K Steelbooks für 35 Euro bekommt. Da ist einiges dabei, zum Beispiel, ich glaube, ein oder zwei Charles Bronson Filme, Sodom und Gomorra mit Stuart Granger, Old Henry. Schaut mal rein, falls euch das interessiert und ihr es noch nicht gesehen habt. Wenn man überlegt, 17,50 Euro für so ein Mediabook von einem Film, den man wirklich haben wollte, lohnt sich das. Ich habe auch dort zugegriffen, die hatten die Outsiders, also nicht die von der NWO, ne? Also nicht hier Scott Holt, Kevin Nash und hier Hollywood Hogan und die ganzen Konsorten. Nee, den Film mit 35 Millionen Superstars, die heute, ich glaube Tom Cruise, Emilio Estevez, Matt Dillon, ich weiß nicht, wer da noch alles mitgespielt hat. Also ich lasse mich überraschen.
Der kommt auf alle Fälle und ich habe Old Henry genommen. Ich wollte einen zweiten Film. Dann habe ich mir gedacht, dann nimmst du gleich eine Version mit 4K UHD und MediaBook. Dann schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe. So, das war's auch schon fast, außer eine Sache. Wie soll ich damit anfangen? Es geht um Inspiration durch andere Kanäle. Hin und wieder erscheinen ja auf unterschiedlichen Kanälen zeitnah die gleichen Themen. Ob das jetzt eine Review ist oder nicht oder so, das ist dann immer unterschiedlich. Es gibt welche, die sagen dann gleich, er hat mir das Thema kopiert, gerade wenn es um Filme geht, der macht mich immer nach. Oder ich werde nachgemacht. Bei Filmen ist das echt blöde, weil die kommen raus und dann machen ganz viele das. Das würde ich dann wirklich, wenn da einer sagt, das ist Kopieren, das ist echt Humbug. Tut mir leid, das ist kein Kopieren, das ist einfach nur sich des gleichen Themas anzunehmen. Also wer ein bisschen außerhalb der YouTube-Welt unterwegs war, wenn irgendwo ein Artikel steht, ich sag mal, es passiert irgendwie ein Unglück auf dieser Welt, machen ja mehrere Nachrichtensender darüber etwas. Da kann ja auch nicht sagen, der eine hat das von einem anderen kopiert, von daher könnt ihr euch das sparen. Anders sieht es dann aus, wenn man zum Beispiel Sachen eins zu eins übernimmt, irgendwelche Themen. Das ist natürlich, das finde ich dann schon ja, ein bisschen billig. Also klar, wenn das Thema aktuell ist, kann man das auch machen, mache ich ja auch, aber dann sollte ich mir wenigstens einen anderen Titel überlegen. Also das ist ja, weiß ich nicht, wie in den 80er, wo man sich Filme, wo die Italiener Filme von den Amerikanern nachgemacht hat. Also klar versucht man da auch mal so ein bisschen damit auf der Welle zu schwimmen, aber selbst wenn sie ihre Zombie-Filme gemacht haben, die haben sie ja nicht alle Dawn of the Dead genannt. Also, ne, da kam zwar das Wort Zombie drinne vor, aber dann auch für den europäischen Markt, aber boah, Humbug, ne? Das ist nicht ganz so tragisch. Also da muss man vielleicht mal gucken. Auf der anderen Seite wird man natürlich auch durch andere Kanäle inspiriert. Das ist irgendwie so eine fortlaufende Nummer. Timo hatte jetzt das Wort zum Wochenende gemacht und er hat dann auch gesagt, dass er sich durch mich inspiriert gefühlt hat und ich habe mich inspiriert gefühlt durch zigtausend andere Leute. Ich glaube, Slane hatte sowas auch mal, so einen Wochenrückblick oder sowas. Das Wort zum Sonntag, es ist geschenkt. Also, da kann natürlich jeder machen, was er will. Da habe ich überhaupt, oder hat, sollte man nicht wirklich irgendwie ein Patent drauf angemeldet haben für ein Format. Weil am Ende des Tages ist es alles nur kopiert oder inspiriert. Weil der Einzige, der das wirklich nicht gemacht hat, ist der es zuerst da war und der es gemacht hat. Also von daher würde ich da nicht immer ganz die große Welle machen. Außer wenn ich wirklich ein Thema eins zu eins mit Titel, mit Inhalt meistens nicht, einfach nur den Titel kopiere und dann belangloses Zeug dazu sage, was dann. Hey. In diesem Zusammenhang gibt es von dem guten 4K-Sammler, der hat am 16. einen Livestream gemacht, der über 4 Stunden ging. Schaut euch den mal an. Wie gesagt, er geht relativ lange, aber er ist auch sehr lustig. Und man sieht dann auch mal Kino Nico vor der Leinwand. Ich habe es auch in den Kommentaren geschrieben, nicht, dass ich das irre heiße, ich lästere über die Leute ab. Doch ein bisschen erschreckt, wie er dann tatsächlich, er war nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Das ist nicht böse gemeint, aber manchmal hört man eine Stimme und dann, ne, erfindet man dazu einen Menschen im Kopf. Und das war leider so das komplette, also nicht das komplette Gegenteil, aber es war halt nicht das, was ich mir erwartet habe. Aber guckt euch das mal an, es ist recht interessant, es ist amüsant. Gut, es geht 4 Stunden, aber kann man ja aufteilen, während der Autofahrt oder sowas hören, anstatt Radio, könnt ihr machen, was ihr wollt. Gut, das war jetzt auch wirklich das Thema Vlog. Und jetzt kommen wir zu dem Unboxing. Und zwar habe ich hier, ich glaube, man sieht es ganz gut, 1, 2, 3, 4, 5 Pakete von bestellten Filmen und ein Filmtausch dabei. Und ja. Das werden wir jetzt einmal kurz machen. Dazu wechseln wir jetzt, wie der gute Stefan von Lass uns über Filme sprechen, immer sagt, in die Ego-Perspektive. So, und da sind wir jetzt auch schon wieder in der Ego-Perspektive. Und wir fangen das einfach mal an mit diesem ersten Paket.
Ich weiß ungefähr, was ich gekriegt habe. Ich weiß aber allerdings nicht mehr, was in welchem Paket drin ist. Und in dem ersten fühlt sich das an wie, ja, Game of Thrones. Ja, ich habe Game of Thrones schon komplett, aber ich habe das nicht in dieser schönen Box. Deswegen habe ich mir das Ding geholt. Ich glaube, so kann man das ganz gut sehen. Ja. Und jetzt auch mit Licht. Also, das heißt, in die Tauschbox geht die andere Version, wobei die natürlich einer kleinen Überarbeitung bedarf. Dann muss ich gucken, wegen dem Namen hier. So, das ist das. Muss ich gucken. Ich weiß, was da drin ist, aber ich muss hier zuhalten, weil das. Ein bisschen mit Gewalt geht alles, ne? Mit Gewalt und Spucke geht alles. Mit Maggi und Käse schmeckt alles besser. Die letzte Fahrt der Demeter. Damit bin ich jetzt auch einer der Glücklichen, die den Film gucken konnten. Und das ist einer der Hauptgründe gewesen, warum ich jetzt dieses Unboxing gemacht habe. Ich gucke einmal kurz rein. Wendecover, Disc ist drinnen. Ja, werde ich dann auch kurzfristig mal in den Player werfen, damit ich wieder was zu gucken habe. Und dann das hier. Ich hoffe, meine Fingernägel sind sauber. Gerade noch Kartoffeln ausgegraben. Ja, wer kennt ihn nicht? Ein DVD-Snapper-Case. Ne, an jedem verdammten Sonntag. Liebe Grüße gehen raus an Stefan von Lass uns über Filme reden. Er hat das gute Stück an dem Sonntag vor dem Super Bowl vorgestellt. Und ja, tatsächlich ist es so, ich kenne den Film. Ich glaube, ich habe es gleich, kenne den Film, glaube ich, gar nicht. Oder ich habe nur mal ganz kurz reingeguckt. Als er rausgekommen ist, hatte ich mit amerikanischem Fußball nichts zu tun. Nichts am Hut. Jetzt habe ich mir gedacht, ich bin ja jetzt in die Kategorie Snap Case-Sammler eingestiefelt. Alter, das ist aber. Dann schauen wir mal. Snapper-Case-Sammler eingestiefelt, eingestiegen. Und da passte das ganz gut. Dann habe ich jetzt wieder ein schönes Snapper-Case und einen Film, den ich noch nicht kannte. Also auch wieder hier, ne, zwei Klappen mit einer Fliege geschlagen. Es geht weiter im Karton. Der ist schon offen, da habe ich nämlich reingeguckt. Und das ist, tja, lasst euch überraschen. Gremlins. Gremlins ist ein Film von meiner Liste von den 20 Filmen, die ich noch gesucht habe. Das Schöne ist, hier sind beide drauf. Ohne Wendecover, aber beide Filme. Ist mir lieber wie Wendecover nur ein Film. Oder weiß ich nicht. Ja, sind beide drauf. Habe ich das auch. Habe ich wieder zwei Filme, die ich da runterstreichen kann. Und ich bin jetzt, glaube ich, im einstelligen Bereich. So, last but not least. Und jetzt, glaube ich, auch weiß ich, von wem das hier ist. Also ich weiß es, wenn ich rumgucken müsste, könnte ich das. Ich möchte das aber nicht aus Datenschutzgründen. So, ein nettes Paket. Und es dürften zwei Filme drin sein. Und das hier ist ein Tauschpaket vom lieben Filmonkel, der auch zufälligerweise Olli heißt. Also irgendwie ist das fast Grundvoraussetzung, um in der Filmcommunity zu sein. Zum einen The Rock. Auch ein Film, den ich auf meiner Liste mit den 20 Filmen habe. Jetzt habe ich den auch in der Deluxe Edition auf DVD mit einem rausgefallenen Ding hier. Aber ich glaube, das ist
die Rückseite so rum. Wie auch immer. Naja, die große Bastelstunde kommt gleich noch. So, The Rock. Und Scream 6. Ich hatte das getauscht bei ihm gegen irgendeinen Film mit Oz von Oz. Ich weiß es nicht mehr, mit Jess Franco, glaube ich, der neuere. Haben wir uns kurz geschlossen und den bekommen. Also Olli, er ist jetzt auch angekommen, alles. Ich bin top zufrieden. Ich kann nicht meckern. Ich guck mal rein, ob du mir den richtigen Film reingepackt hast. Ja, tatsächlich ist tatsächlich der richtige Film drin. Nicht, dass ich das unterstellen möchte, dass irgendeiner aus Versehen einen falschen Film oder absichtlich einen falschen Film reinmacht. Aber wir sind nicht alle fehlerfrei. Wir gucken die Filme manchmal und hin und wieder kann dann auch mal da etwas durcheinander geraten. So, das waren also die kleinen Unboxing-Filme und wir gehen wieder zurück in unsere Standardeinstellung. So, da bin ich wieder ein alter Frischer und komme zu meinem Schlusswort. Also das war heute das Vlog inklusive Unboxing, alles ein bisschen kürzer, weil so ein bisschen die Zeit drängt, ich noch ein bisschen was vorhabe. Ich möchte nachher noch auf dem Flohmarkt mal gucken, was es da so Schönes gibt. Da muss man natürlich jetzt wieder gucken. Die Saison hat begonnen und vielleicht kann man das eine oder andere Schnäppchen machen. Und da ich ja jetzt auch als Snapper Case Hunter unterwegs bin, finde ich da vielleicht auch den einen oder anderen Film, den ich mir zu Gemüte füge. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Sonntag. Lasst euch wie immer nicht ärgern und wenn es zeitlich hinhaut, schaut noch einen Film und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video, welches wahrscheinlich irgendwann kommen wird. Ich wünsche euch was, macht's gut, ciao!